Ey, das ist gerade schon wieder ein Witz. Das ist ein ganz großer Scherz, ist das hier. Ich hab die Schnauze so voll. Ich hab die Schnauze so gestrichen voll. Dass es an sowas jetzt scheitert, Alter, das ist doch wirklich lächerlich. Meine Fresse, diese ganze Kacke hier, Alter. Mann. Mann. Ich hab keinen Bock mehr. Alter, wirklich, ne. Warum ist denn das so scheiße hier? Ja, wir haben ein Elektronikproblem am E92. Langsam habe ich echt keinen Bock mehr, wie ihr wisst. Hat das Auto das ein oder andere Problem schon gemacht in der letzten Zeit. Und jetzt kommen wir zu einem Problem, was echt nervig ist, und zwar einem Elektronikproblem. Das Nervige an so einem Elektronikproblem ist, ja, wenn ihr zum Beispiel mal ganz dumm gesagt, eure Tür geht nicht auf, dann tauscht ihr ein Türschloss. Eure Rücklichter funktionieren nicht mehr, sind defekt, ihr kauft neue Rücklichter. Eure Eckstoßstange hat einen Schaden, ihr kauft eine neue Stoßstange. Also es gibt ein mechanisches Problem, das lässt sich relativ leicht, in den meisten Fällen relativ leicht lösen, indem man das tauscht zum Beispiel. Also Batterie wird nicht mehr geladen, ich tausche den Generator. Oder Batterie hat nicht mehr so viel Kapazität, ich tausche die Batterie. Elektronikprobleme können überall herkommen. Zeigen sich immer unterschiedlich, das heißt, irgendwas funktioniert nicht oder funktioniert nicht so, wie es soll. Und ihr wisst aber nicht, woher es direkt kommt. Das kann ein Kabelbruch in der Tür sein, das kann ein Sensor sein, das kann die Batterie sein, die zu schwach ist, das kann ein Steuergerät sein, was einfach nicht das macht, was es soll. Da hilft auch meistens der Fehlerspeicher nicht allzu viel weiter. Und ihr seid am Suchen und Suchen und das kostet Energie, Nerven, Zeit und wenn ihr es in der Werkstatt macht, auch Geld. Und jetzt habe ich echt da keinen Bock drauf. Ich erkläre euch mal das Problem. Ich muss euch irgendwo hinstellen, weil ich habe keinen Bock, die ganze Zeit die Cam in der Hand zu halten, Junge. Moin, Freunde. Und zwar folgendes Problem. Das Ganze hat sich geäußert, also es gibt eine Long Story. Und zwar hat das Auto Standheizung, das wollte ich im Winter jetzt ausprobieren, ob die funktioniert. Also habe ich sie angeworfen und die ging immer nicht. Und irgendwann hat er mir angezeigt, yo, entweder Sprit zu niedrig oder Batteriespannung zu niedrig. Sprit war voll drinne, also Batterie. War ich schon fast dabei, eine neue Batterie zu kaufen. Bin aber irgendwie davon abgekommen. Es ist ja dann wärmer geworden. Ich dachte, ja, scheiß drauf. Wen juckt's? Batterie funktioniert ja. Und wenn sie kaputt geht, kaufe ich eine neue und das ist gut. Und dann kam jetzt irgendwann mal frühst die Meldung im Bordcomputer. Batterie stark entladen. Da dachte ich schon, okay, was geht hier jetzt ab? Da war ich dann auch schon wieder drauf und dran, eine Batterie zu bestellen. Aber am gleichen Tag ist ein Problem aufgetreten, was recht ungewöhnlich war. Und zwar hat er angefangen beim Motorstarten, wie ich das auch jetzt hoffentlich einblenden werde, oder Zündung ein, dass er angefangen hat, rechts die Scheibe hoch und runter zu fahren. Das ist jetzt schon, wenn ich die Zündung mache? Ja. Ihr seht's. Der Gurtgreifer fährt raus, obwohl gar keine Tür offen ist. Komisch. Ein paar Stunden später ging diese Automatik nicht mehr, was ich euch auch gezeigt habe oder jetzt einblenden werde. So, wir haben jetzt hier ein Dreier-Coupé mit türlosen Scheiben. Türlosen Scheiben, Alter, lost. Fensterlose, rahmenlose Scheiben. Und wenn ich jetzt hier aufmache, also meinen Finger reinhalte, müsste er jetzt quasi diese Scheibe ein Stückchen runterfahren. Und ihr seht, das macht er hier überhaupt nicht. Und jetzt kriegt man die Tür auch nicht mehr zu, dadurch, dass das Fenster halt nicht runterfährt. Auf bekommt man es gerade so, weil man das jetzt hier so vorbeischieben kann. Ja, ich zeige euch mal, wie das eigentlich funktionieren sollte. Und zwar, ich klinke jetzt hier und dann ja, fährt das runter. Und wenn man es zumacht, fährt das ein Stück wieder hoch. Ist jetzt an der Stelle nichts Wildes. Das heißt, das ist nicht mehr automatisch hoch und runter gefahren, die Scheibe. Jetzt könnte man natürlich sagen, wo liegt das Problem? Fehlerspeicher auslesen, dort kommen nur Massefehler. Ich könnte mir auch daher vorstellen, dass diese Massefehler dafür sorgen, weil ja meine Beleuchtungen im Fußraum und unter der Tür funktionieren ja aktuell nicht. Da haben ja auch viele gemeint, yo Digi, das liegt an deinen LED-Innenraumbeleuchtungen, was natürlich völliger Bullshit ist, weil das schon vorher war und das funktioniert alles. Also wenn ihr dort eine Leuchte reinsteckt, dann das, was passieren kann, ist, also es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal, dass sie flackert. Das passiert bei unseren nicht. Das passiert nur, wenn bei diesem Aufblenden, da haben wir aber aktuell auch diese Premium-Leuchten im Shop, die das Ganze eigentlich fast aufs Minimum reduzieren, beziehungsweise zum Teil gar nicht mehr haben. Braucht ihr auch gar nicht gucken, die sind ausverkauft und die werden auch nicht so schnell wieder reinkommen. Die Leuchten sind schwer zu bekommen. Egal, hadi yalla. Auf jeden Fall, ja, woran könnte das Problem liegen? Es könnte ein Kabelbruch in der Tür sein. Es könnte die Batterie sein, die einfach wirklich schon tot ist, quasi, also die wenig
Stromspannung hat, oder Spannung, oder allgemein, ihr wisst, was ich meine. Es könnte das Fußraummodul sein, also irgendwelche Steuergeräte. Und ich habe mich wirklich lange im Internet belesen, alles durchgelesen, und ich bin zu dem Entschluss gekommen, es gibt einen mit einem F11, der hatte ein ähnliches Problem, dass dort Strom leer gesogen wurde, und er hat einfach das Türschloss getauscht und das ganze Problem war weg. Das klingt jetzt alles sehr banal, ich habe mir ein neues Türschloss besorgt. Das wird heute unsere Maßnahme sein, das einzubauen. Ich weiß nicht, wie schwer das am E92 ist. Gibt es kein Video auf YouTube tatsächlich zum E92? Leider. Ich weiß nicht, ob das jetzt ultra kompliziert wird. Und jetzt zum Hintergrund. Und zwar, in diesem Türschloss ist ein Hallensensor verbaut. Dieser Hallensensor sendet Daten an das Fußraummodul. Und zwar passiert Folgendes. Es gibt dort irgendwie Klemme 30B. Ich habe dort sehr viel gelesen. Kann das jetzt nicht so wiedergeben. Nur short für euch, dass ihr auch ein bisschen was wisst und lernt und was hört davon. Und zwar fallen eure Module, Steuergeräte, irgendwann in so einen Sleep-Modus. Ungefähr so nach einer halben Stunde, dass quasi eure Batterie nicht leergezogen wird. Weil in diesem Schlafmodus verbrauchen die extremst wenig Strom. Es gibt natürlich Sachen, die trotzdem noch an sind, wenn ihr eine Alarmanlage habt und alles sowas. Aber das ist ja minimal. Genau, und wenn diese Steuergeräte nicht in diesen Sleep-Modus fallen, ziehen die währenddessen langsam Strom und ihr steigt früh in euer Auto ein und entweder es startet nicht mehr oder es kommt batteriestark entladen und ihr könnt vielleicht noch starten. Und ich hoffe, dass quasi dieser Hallensensor in dem Türschloss defekt ist und dafür sorgt, dass diese Steuergeräte nicht in den Sleep-Modus fallen und dass es auch dafür sorgt, dass einfach dieses Problem vorherrscht. Ich weiß es allerdings nicht, ob das das Problem völlig beheben kann, weil der F11 hat ja dieses Problem nicht, also dieses Problem nicht mit diesen rahmenlosen Scheiben und auch nicht mit dem, dass diese Sitzgurte, so den Sitzgurtgeber hat er ja nicht. Also wenn dieser F11-Fahrer dieses Problem jetzt, also er hatte dieses Problem nicht mit diesen rahmenlosen Scheiben und mit diesem Greifer nicht, weil er es ja nicht hat. Deswegen werden wir das heute mal rausfinden. Ansonsten bin ich auf eure Sichtweise und eure Erfahrung angewiesen, um dieses Problem zu fixen. Weil sonst weiß ich mir echt nicht weiter, außer vielleicht die Tür komplett auseinanderzunehmen, wegen zwecks irgendeinem Kabelbruch. Wir werden das heute rausfinden, hoffentlich. Nicht lang schnappen, Freunde. Ich will schnellstmöglich wieder heim. Es ist Urlaub, Freunde. Ja, Freunde, wenn ihr einen BMW habt, gibt es keinen Urlaub. Man könnte. Und wenn man selbstständig ist, erst recht nicht. Und deswegen, Hadiala, let's go, der Hase. Ich habe eigentlich nur eine Hoffnung. Und zwar, dass ich jetzt hier nicht die Scheibe tauschen muss und all diesen ganzen Reiß, weil da habe ich echt gar keine Lust drauf. Gibt nämlich dann, wenn man irgendwie das an der Fahrerseite oder so macht, dass man dort dann zum Teil dann diese Fenster rausnehmen muss und sowas. Und da habe ich jetzt echt gar keine Motivation für. So, dadurch, dass ich jetzt auch nicht weiß oder mir kein Video dazu angucken konnte, weiß ich natürlich jetzt nicht, ob jetzt hier alles das so läuft, wie ich mir das so wünsche. Moin, Freunde. Beim E91 war das hier alles deutlich ausgenudelter. Das geht schon super los hier. Alter, aber das ist für den Kilometerstand echt noch sehr, sehr krass, also dass das so krass hält. Scheiße. Jetzt habe ich gleich alles in der Hand. So, jetzt habt ihr hier die schöne Tür von E92. Und damit können wir die Tür weglegen, die Türverkleidung. Also, wir haben ja einiges abmachen müssen, aber ist okay, ist schaffbar. Kann ich euch ja mal zeigen für alle Leute, die vielleicht irgendwann mal das bei sich irgendwie machen müssen, wollen, in Anführungszeichen. Hier ist die Tür unten, die Beleuchtung. Gut, das geht hier zum Türschloss, das könnte der Übeltäter sein, muss aber nicht. Und wir haben hier zum Speaker die beiden. Einer geht dort oben so rein, ich weiß nicht, was das dort oben ist, ehrlich gesagt. Und einer davon geht in den Fensterheber. Also das Türschloss ist prinzipiell erstmal hier an diesen drei Punkten verschraubt. Wir müssen dann genau diesen Stecker hier lösen. Das kann manchmal schon zur Schwierigkeit werden. Und dann habt ihr hier diese Dichtung. Und so wie die hier ab ist, gehe ich stark davon aus, dass das schon mal getauscht wurde. Das heißt, es könnte sein, ich hoffe, das ist ein Zubehörteil,
was schlecht ist und wo der Sensor kaputt ist. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Das hoffe ich wirklich, dass das genau so ist. Und ich jetzt hier einfach ein neues Ding einsetze und das einfach funktioniert. Ist jetzt wohl 90 335 fahren, aber 300.000 Kilometer runter, mittlerweile fast 307.000, glaube ich. genau, und hier alles wirklich hinfuschen, Ölwechsel selber machen. Dann hast du Späne im Öl drin, also hatten wir nie drin, also im, aber es war ja nach dem Steuerkettenwechsel. Also ja, aber ist, ihr wisst, was ich meine, Freunde, ist der totale Fusch. Dann baust du hier einen Schalt, einen Wählhebel ein für die Automatik. Da kriegst du den größten Hate deines Lebens. Ich glaube, ich habe noch nie so viele Negativkommentare bekommen. Aber ist ja okay. Die Leute sollen kritisch sein, die sollen das hinterfragen, nicht immer Ja und Amen zu allem sagen. Das ist auch richtig so und okay so. Und man kann nicht immer positives Feedback bekommen. Und solange das auf einer sachlichen Ebene passiert, ist es auch okay. Scheibe müsste raus, glaube ich. Habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Ich versuche jetzt ein paar andere Sachen zu probieren. Ja, okay, perfekt. Also das ist jetzt offen quasi. Er denkt jetzt, die Tür ist offen. Der komplette Fuß hier schon wieder. Okay, das ist doch mal ein Versuchsaufbau, oder Freunde? So denkt das neue Schloss. Okay, er denkt jetzt, die Tür ist offen. Damit muss ich natürlich hier aufpassen. Jetzt ist die Tür zu, Freunde. Und jetzt macht jemand die Tür auf. Das funktioniert, Alter. Scheiße. Jetzt macht jemand die Tür zu. Scheiße, das funktioniert. Die Tür geht auf. Freunde, das ist es. Das ist der Fehler. Und zwar, wir machen das Ganze jetzt auf Fusch-Methode quasi. Oder, wie man sagen würde, zeitwertgerechte Reparatur. Wir haben ein Tutorial reingezogen. Das ist für den E90 relativ ähnlich. Und da werden wir das jetzt so machen. Wir nehmen als allererstes mal hier diese Pappe ein bisschen mehr weg, damit man einfach mehr Arbeitsraum hat. Also beim E90 kann man jetzt hier unten diesen Rahmen jetzt hier einfach wegschrauben. Das kann ich ja nicht. Weil hier unten ist auch keine Schraube. Ich habe hier oben eine Schraube, aber... Also ich würde sagen, es geht. Es ist ein bisschen gewalttätig, aber es geht. Also so rein quasi, hier unten, rum um die Ecke und dann kann man den so hier rein. Au, folge ich meinen Finger geschnipst im Bauanzug. Oh. Ah, du Knecht. Dann ist das Schloss hier unten. Alter, Freunde. Eine. So, jetzt müssen wir das genauso. Jetzt müssen wir das hier drinnen noch so ein bisschen drehen. Drehen. Freunde, es gibt Updates. Ich muss mich jetzt erstmal hinsetzen dazu. Ihr habt jetzt gesehen, denke ich mal. Ich habe es jetzt mit dem Handy auch ein bisschen gefilmt. Erstmal habe ich die Cam ausgemacht, weil ich richtig sad war, weil ihr seht ja hier hinten sind so Kratzpunkte. Ich dachte, hä, vielleicht ist das ja schon die Außenhaut quasi. Habe ich geguckt, habe ich jetzt eine richtig schöne Delle drin in der Tür. Fuckt mich massivst ab. Und ich habe jetzt angefangen, das hier unten so ein bisschen wegzuschrauben. Da habt ihr ein bisschen mehr Spiel und dieses Spiel reicht, wie ihr seht, ja hier schon aus, um dieses Teil zu lösen. Das heißt, es war im Endeffekt nur unten diese eine Schraube. Ihr habt hier ein bisschen Spiel, das reicht schon aus. Ihr müsst nicht mal das hier oben abschrauben. Jetzt habe ich hier natürlich diesen Dichtungsding, habe ich schon abgemacht, perfekt. Ist egal, wo gehobelt wird, fallen Späne. Wer nichts macht, dem nichts passiert und ja... Jetzt kommen die ganzen Leute wieder an und sagen, oh ja, ich kann das so viel besser. Cool Story, Bro. Ja, manchmal muss man einfach so lernen. Und ich habe das Gefühl, ich lerne irgendwie immer so. Ist natürlich Abfuck, aber was soll man machen? Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt so hier reinbekomme. Also so.
Das reicht wirklich schon aus, dieses Spiel, was hier tatsächlich da ist. Genau. Da braucht man nicht mal mehr viel Kraft und irgendwas anwenden. Ich war auch ein bisschen von dem Kunden, der das Video zum W90 gemacht hat, ja, der gesagt hat, ihr braucht dann hier ein bisschen Kraft, um das rauszudrücken. Ihr solltet das auf gar keinen Fall irgendwie hier mit großartig Kraft rausdrücken, sonst macht ihr euch dort irgendwas kaputt. Habt ihr ja bei mir jetzt gesehen. Ist immer geil, dass ich immer dafür herhalten muss. Ich bin einfach froh, wenn das Ding hier drin ist, funktioniert, dann bin ich einfach zufrieden. Zeig ich euch so, wie es ist. Ja, ich habe eine Delle in der Tür drin, aber ich habe die Delle in der Tür drin, weil ich was gemacht habe, weil ich was probiert habe und am Ende des Tages hat es vielleicht auch nie so gut funktioniert. Also es hat schon funktioniert, aber ich habe was gemacht. Ich muss mal gucken, dass hier kein Kabel eingeklemmt ist. Das würde mir jetzt noch fehlen. Toppi. Diese Videos mit dem iPhone, die sollte ich öfter machen. Da sieht man nämlich auch tatsächlich mal was von dem, was hier passiert. Auch für euch cool, sage ich jetzt mal. Immer erstmal die hier dran machen, die äußeren und dann den einen hier. So. So! Freunde, das war ja easy peasy das Ganze, Freunde. 10 Sekunden, bam, bam, bam. Zack, zack, zack. Mann. Meine Fresse, diese ganze Kacke hier, also. Ihr wisst ja, wie es ist, Freunde, da brauche ich ja gar nicht lange für sowas. Da fackel ich ja nicht lange rum, Freunde. Mach mir auch die halbe Tür zur Sau oder sonst irgendwas. Das macht ja alles überhaupt gar keinen Sinn. Ich brauche hier eine Sichtweise auf die Dinge. Mein Kamera-Akku ist gleich empty. Mann, ich habe keinen Bock mehr. Alter, wirklich, ne? Warum ist denn das so scheiße hier? Denn entweder du siehst nicht oder du kannst nichts machen. Easy, habe ich ja bloß 10 Sekunden für gebraucht, das Ganze fix mal zusammengeklöppelt hier. Das geht ja ziemlich. Ja, top! Hip-Hop! Hip-Hop-Rinnentop, Junge. Alter Schwede, Junge, guckt euch es einfach an hier. Wenn ihr es wisst, ich hoffe, man sieht, wie man sich verrenken muss, um das hier unten hier irgendwie hier reinzubekommen. Das kannst du halt auch keinem erzählen, wirklich nicht. Alter Schwede, ist das nervig, Alter. Junge, Junge, Junge. Ey, das ist fest. Es ist fest. Freunde, es ist fest. Zugehen tut's erstmal. Nee. Jetzt geht's nie mehr. Perfekt. Digga, einfach ein Pin umgebogen dort drinnen und jetzt deswegen geht das nicht. Ich hab die Schnauze so voll. Ich hab die Schnauze so gestrichen voll. Dass es an sowas jetzt scheitert, Alter, ist doch wirklich lächerlich. Wirklich. Das kannst du keinem erzählen. Ich habe damals schon mal versucht, bei diesen Seitenblinkern, wo wir mal ein paar hatten, die Pins zu biegen. Das kannst du sowas von vergessen. Ey, es ist so traurig, Alter. Diese ganze Scheißarbeit, nur damit das jetzt am Ende doch nicht funktioniert. Weil einfach diese Billig-Pins sich einfach wegbiegen. Wie kann denn das passieren? Also wenn ich das nochmal fixen kann, wie sich eine 2% Wahrscheinlichkeit ist. Kann sein, dass innen irgendein Kontakt im Arsch ist. Oder irgendwas anderes wieder ist. Ey, Alter, Alter, Junge, ich lieb dich, bitte. Nichts einklemmen? Ich fang gleich an zu heulen, ich sag's euch so, wie es ist. Alter Schwede. Juhu! Alter, krieg mein Leben gerade, wirklich. Ich pflanze mir heute einfach so einen Döner rein, Alter. Das könnt ihr euch von ausmalen. Was ich mir für einen Mega-Döner reinziehe einfach. Mega-Döner rein mit extra Käsekunde. Mega-Döner XXL, den größten, den die haben. Massiv vollgepackt mit der extra milden Currysoße.
Ich habe richtig Bock gerade. Alter, das ist, dass das funktioniert. Ey, das ist gerade schon wieder ein Witz. Das ist ein ganz großer Scherz, ist das hier. Dieser feinste, billig Türschloss. Das hat funktioniert. Ich gehe komplett kaputt. Ich sag's euch so, wie es ist. Sollte das nochmal passieren, ich verkaufe das Auto, ich inseriere es auf mobile.de und dann ist gut. Wenn ihr wüsstet, wie lange ich gerade schon wieder hier dran arbeite, Alter, da denkt ihr euch, Kunde, der Typ muss eine Kfz-Werkstatt aufmachen, weil der ist so scheiße langsam. Zum Verständnis, wir haben es jetzt 16.11 Uhr und ich führe ja Fahrtenbuch, um die Wegstrecken hierhin abzurechnen. Freunde, und da bin ich gestartet, 12.34 Uhr, also ich war ca. sagen wir mal 13.10 Uhr hier, 3 Stunden. Also das habe ich ja schon bei W91 verwendet. Das werde ich jetzt auch hier wieder verwenden. Das ist so Dichtmasse. Falls euch das mal passiert, dass ihr Feuchtigkeit im Innenraum habt, könnt ihr das auch verwenden. Es muss nicht schön aussehen, es muss einfach dicht sein. Das sehen jetzt wahrscheinlich die ganzen möchtegern Kfz-Mechatroniker anders. Das ist mir auch ziemlich bums, ehrlich gesagt. So geil, wenn die ersten reingehen.